So, wie ihr seht, wir machen die Technik fertig. So ein Dreh bedarf immer viel Vorbereitung, viel Technik. Und das heute ist mal ein etwas anderes Video. Allein schon, wie ihr hört, der Ton wird bei dem Video etwas anders sein, denn wir filmen dieses Video mit Richtmikrofon und mit GoPros. Denn unsere unsaghaft teuren Funkstrecken können wir bei diesem Video diesmal leider nicht benutzen. Des Weiteren ist neu, dass bei diesem Video dieses Mal auch einige Follower von uns dabei sein werden. Denn wir fahren jetzt gleich nach Bremerhaven und wir haben ja Plätze verlost für das Rely on New Tech Training zusammen mit Hikes. Das heißt, es sind 5 Follower heute dabei. Zwei von denen, die kommen jetzt gleich zu uns ins Büro und wir bilden quasi eine Fahrgemeinschaft Richtung Bremerhaven. Unterwegs sammeln wir noch die Hanna ein und dann geht's los. Wichtig ist bei so einem actionreichen Dreh, Alter, dass gehupt wird. Nein, dass es auch wichtig ist, Schutzkleidung zu tragen. Und deswegen packe ich jetzt mal unser Zeug ein. Wir haben ja diverse Helme und eine ganze Tasche voll, ja, mit PSA. Und die können wir, glaube ich, gut gebrauchen. Deswegen nehmen wir das einfach mal mit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Paar Hikes haben wir am Start, oder? Ja, also barfuß muss man nicht gehen. Ist ja nicht so, als wäre schon der Kofferraum ziemlich voll, aber das ist bei jedem Tresor von uns. Das Auto ist bis und das Dach voll. Jetzt hätten wir fast die Drohne vergessen. Die nehmen wir jetzt noch mit. Und da kommen auch schon die beiden Weggefährten. Ja. Servus. Wer seid ihr? Gute, Buddy mein Name. Heute geht's los, würde ich sagen. Servus, Jan mein Name. Feuerwehr aus Kirchen. Zum Start. Und habt ihr Bock? Na klar, aber richtig. Auf geht's. Guck mal die Differenz an. Angekommen in Bremerhaven. Mit bestem Wetter, wie ihr seht. Alter. Hier Rely on New Tech und da ist auch schon direkt das Wasser. Jo. Jetzt warten wir noch auf die anderen Leute und den Hanno von Hikes. Dann wird heute erstmal nur besprochen, Corona-Test wird gemacht. Oh, ist das schön. Ich denke, es gibt noch einige Sicherheitshinweise. Ja, zum Beispiel, dass ich morgen keine offenen Schuhe trage. Das wäre ganz gut, also für die Fußfans unter euch. Aber ja, hier bei dem Wetter auch der beste Schuh ausgesucht. Klasse. Auf jeden Fall. Ja, also barfuß muss man nicht gehen. Paddy und Jan sind schon am Bestaunen. Was gibt's zu bestaunen? Wollt ihr gar nicht wissen. Oh. Doch, da vorne. Jo. Es gibt super viel Action in dem Video. Das heißt, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und bleibt gespannt. Und kommentiert uns doch mal unten rein, ob ihr auch Bock hättet, mal so ein geiles Training mitzumachen. Moin, ich bin der Albrecht und ich habe auf Instagram das Gewinnspiel vom Blaulichtkanal gewonnen. Das Training bei Rely on New Tech, gesponsert von Hikes. In meiner Freizeit bin ich tätig in der Freiwilligen Feuerwehr und bei uns spielen größere Gewässer eigentlich gar keine Rolle. Deshalb bin ich umso mehr gespannt, was mich hier erwartet bei dem Training. Trotz Mundart und Dialekt hoffe ich, dass ihr mich alle verstanden habt. Und wenn nicht, dann nicht. Los geht's heute Morgen nach dem Frühstück direkt im Zimmer. Denn Badehose habe ich drunter. Und jetzt müssen wir in den Anzug schlüpfen. Und ich glaube, da kommt die Hanna. Da. Hi. Schnittig siehst du aus. Geil, kannst du mich mal zumachen? Ich kann dich mal zumachen. Da komm mal hierher. Alter, wo will ich mich noch hinmachen? Geh mal einen Schritt zurück, die Kamera läuft. So. Geil. Warte mal. So. Ja, das ist allein schwierig. Ja, ich hab die Happy Kniejacke. Warum haben wir eigentlich im Hotel die Anzüge angezogen? Weil die Müllabfuhr hat neue Anzüge gekriegt und deswegen sehen wir so schick aus. Nee, Spaß beiseite, wir werden jetzt direkt am Wasser abgeholt. Ich habe eben schon die Speedboote gesehen, wobei die im Schleichgang hierher gefahren sind und ich befürchte, das ist nicht die Geschwindigkeit, mit der wir zurückfahren. Also, ich bin schon echt gespannt. Hast du Angst? Nee, Respekt würde ich sehr nennen, aber ich glaube, so ein bisschen nass ist die Hose schon. Die meisten von euch haben schon eine Rettungsweste an. Wir gehen das Ganze nochmal eben durch. Die Weste wird aufgeklickt, angezogen wie eine Weste. Für die anderen von euch, ihr habt hier so diese Seitengurte.
dann tanzt man sich so rein wie die bezauberte Genie, dass man gerade noch so eine Hand da reinpasst. Ist das gut. Noch wichtiger ist der Schrittgurt, dass der nicht so durchhängt wie so eine Hängematte. Für die Herren, wenn der Schrittgurt so fest ist, dass ihr 2 Oktaven höher sprecht, dann habt ihr alles richtig gemacht. Dann ist diese Weste richtig angezogen. Aber Vorsicht, ich hatte mal einen Teilnehmer, der hat diesen Schrittgurt so fest angezogen, der hat ja gesprochen und den konnten nur noch Hunde verstehen. Das ist dann falsch, das ist dann zu hoch. Auf meinem Schiff, was ich kommandiere, ist es mir scheißegal, was ihr ruft, ob ihr Mann über Bord, Person über Bord oder irgendwas über Bord schmeißt, Gender über Bord, ist mir egal. Hauptsache so laut, wie es irgendwie geht, damit der Mann am Ruder Bescheid weiß, dass irgendetwas faul ist, dass da was nicht stimmt. Alle zeigen auf die Person im Wasser. Wenn das Boot sich dreht und ein Mann über Bord überfährt, können sich auch gerne alle so mitdrehen und zeigen weiterhin auf diese Person im Wasser. Das spielt überhaupt keine Rolle. Meistens hagelt es dann aber schon von hinten Kommandos oder von oben vom Ruderhaus. Ihr setzt euch alle hin, haltet die Klappe, du behältst ihn im Auge. Achso, übrigens, in solchen Situationen heißt ihr alle mit einmal du. Ne, der wird nicht mehr mit Namen angesprochen, der Ton ist auch ein bisschen härter, ein bisschen energischer. Du machst das und du machst das und du machst das. Das macht man dann so, hinterher könnt ihr beleidigt sein, aber erstmal kümmern wir uns um die Person im Wasser. Kurz nochmal zu den Begrifflichkeiten. Rechts ist Steuerbord, links ist Backbord. Vorne ist vorne. Das ist schon mal gut. Und hinten ist Achtern. Wir haben normalerweise die Boote mit so einer Sicherheitsleine ausgestattet. Die bindest du normalerweise um. Wenn ich jetzt über Bord gehen soll, bin den Fest bei mir, gehe ich jetzt über Bord, dann passiert das. Ja. Dann geht der Motor aus. Das ist wie im Fitnessstudio auf der Laufbahn. Ach so. Abmachen, dann kommt ein Reißzünder zum Vorschein. Ziehen, habt ihr gehört, das pufft dann einmal so. Ne? Eine kurze Verzögerung ist da drin. Und dann am besten auch nicht gerade so reingucken und warten, bis der Schuss sich löst, sondern in den Wind halten. Alles klar? Fight to see the light of day, all this blood on my clothes. I was tired every day, dream like it's time to go. I don't wanna live life fast or die too young. Die too young. 100 miles per hour, I might crash, cause I could die young. Yeah, could die young. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way I'm coming back home. Long journey, roll all on my own. I'ma be the greatest of my name, it's done. Really aim and stone. Fadi, was passiert? Jetzt ist einer über Bord gegangen, jetzt müssen wir mal umdrehen und den mal einfangen. So, Mann über Bord. Einer geht Ausschau, du hältst Ausschau und du orientierst dich nach ihm. Knien. Allein. Das ist okay. Auf die Knie raufdrehen, dass er auf dem Rücken liegt gleich. Ja, gleich. Er liegt nur auf meinen Knien. Ich muss mal weg. So, jetzt. Achtung, Arm. Mach es, wenn ein bisschen schneller geht. Beine hoch ist nicht gut bei der Unterkühlung. So, genau. Weiter. Sehr gut. So, er hat sich zum Glück steif genommen. Gutes Opfer. Sehr schön. Was wir jetzt eben gemacht haben, war eine Übung Mann über Bord, das heißt eine Person, in dem Fall ich, bin über Bord gegangen. Ihr habt das Boot übernommen, dann ein Mann über Bord Manöver gefahren und dann die Person wieder an Bord geholt. Bei dem anderen Boot nebenan mit dem Cradle und hier mit Krängen des Bootes. Das sind 2 Techniken, mit denen man eine bewusstlose Person wieder an Bord holen kann. Danach haben wir uns noch Seenotsignalmittel angeguckt. Das sind tatsächlich Signalmittel, die man im Seenotfall benutzt, um auf sich aufmerksam zu machen. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way I'm coming back home. Long dirt road, all
habt bei solchen Westen drei Möglichkeiten, die Weste zu aktivieren. Möglichkeit A ist, was ihr heute Morgen hattet, die Automatikweste. Ihr fallt ins Wasser und durch Zauberhand geht die Weste von alleine auf. Hier habe ich aber auch zwei Knebel, rechts und links. Das ist Plan B, dass ich hier ziehe, rechte Seite zuerst, und die Weste geht dann auf. Wenn das nicht funktioniert, kann ich die immer noch mit dem Mund aktivieren. Das heißt, das ist eine gute Weste hier, die hat so einen Klettverschluss, den kann ich mir so öffnen. Kann im Wasser die Weste eben auseinanderpulen. Hier oben finde ich so Oral Inflation Tubes. Das sind diese Röhrchen hier. Das zeigt die liebe Tante im Flugzeug auch immer, ne? Die mit den zwei Fingern immer zeigt. Die zeigt auch, wie man das Ding mit dem Mund aufpustet. Das ist der Plan C. Einfach hier diesen Knebel ziehen. Das Ding geht so auf. Im Wasser Weste überprüfen. Ich gehe mit meinen Daumen mal so den Nähten nach. Hat sich alles geöffnet. Ist alles gut. Bei Wasserkontakt sollte diese Lampe hier angehen. Wenn nicht, dann mache ich die mit der Hand an. Das ist eine einfache alte Lampe. Manchmal muss man auch oben drauf drücken. However. Dann habe ich hier noch so Kühlkram. Das zeige ich aber gleich. Und Plan C wäre dann, dass wir die Weste damit noch aufblasen können. Da kann ich auch ganz wunderbar Luft ablassen. Das ist eine 275 Newton asymmetrische, die geht hier unten noch so um die Ecke, wie so eine Banane. Ne? Die sind unglaublich klobig, die haben auch sehr viel Auftrieb. Ist auch ganz stramm, die sind auch neu, die Westen. Für euch ist manchmal sogar besser, wenn ihr so ein paar Übungen macht im Wasser, dass ihr vorher ein bisschen Luft ablasst. Das kann man jederzeit mit diesem Ding hier oben machen. Ich kann das mit einem kleinen Finger sehr gut. Das geht im Seenotfall. Jetzt geht's ins kühle Nass. Wir haben uns schon ausgerüstet hier, ihr seht schon, jetzt von Orange in Gelb. Und jetzt wollen wir natürlich gucken, dass keiner von uns ertrinkt, keiner von uns im kalten Wasser erfriert und dabei noch möglichst gut die Situation meistern. Mal gucken, wie es ausschaut. Und gut aussehen, oder? Ja. Wenn ihr alleine seid im Wasser und ihr treibt da rum, dann ist das nicht so wie im Toten Meer, sondern ihr geht in eine Wärmeerhaltungsposition, genannt die Hell Position, Heat Escape Lessening Position. Ihr macht euch im Wasser so klein wie möglich und umfasst eure Beine. Und dann ging es auch schon los. Ihr seht uns hier die Leiter runterkraxeln und eben die Rettungsweste auslösen. Das ging ganz schön flott. Ja, dann haben wir verschiedene Sprungtechniken ausgeübt und gelernt, eben mit ausgelöster Rettungsweste und natürlich auch, wie man sich zusammen sammelt, denn nur zusammen ist man stark, das gilt auch auf hoher See, und wie man auf sich aufmerksam machen kann. Natürlich sind wir auch in Gruppen quasi geschwommen und haben uns fortbewegt und haben verschiedene Sachen gelernt, eben nicht nur den Absprung, sondern auch, wie man so eine umgekippte Rettungsinsel wieder richtig rumdrehen kann. Und ich kann sagen, es war gar nicht so einfach. Es hat super viel Spaß gemacht, war aber auch mega anstrengend und wir haben super viel dazugelernt. Schließlich haben wir als Abschluss der Übung quasi wieder auf uns aufmerksam gemacht und daraufhin kam ein Hubschrauber, der hat uns einen Gurt runtergelassen, an dem wir uns dann quasi eingehakt haben und der hat uns dann hochgezogen. In Sicherheit, kann man sagen. Aber seht selbst. An so einer Simulationshalle ist, es lässt sich natürlich auch Wetter simulieren. Und das haben wir gemacht, die Lichter gingen aus und dann ging es richtig ab. Wir sollten nochmal das ganze Szenario am Stück machen und zusätzlich eine Person retten und das hat es wirklich in sich gehabt.
anpacken erstmal, oder? Ja. Genau das und andere coole Scheiße könnt ihr sehen auf dem Blauerstubenkanal. Schaltet mal wieder ein. Sicherheit geht vor, deswegen habe ich auch die S3 an. Was üben wir denn jetzt hier? Jetzt wird Flugzeugversenkung geübt. Also wenn ich mit einem Hubschrauber auf die Wasseroberfläche aufditsche, sagt man. Und wie komme ich dann überhaupt raus? Das ist jetzt die Frage. Also einfach nur abschnallen oder so. Ist vielleicht jetzt über Wasser noch relativ einfach, aber das Ganze passiert natürlich dann auch unter Wasser, beziehungsweise einmal über Kopf oder bei Dunkelheit. Und da die Nordsee jetzt auch nicht so unbedingt für ihr klares Wasser bekannt ist, ist das vielleicht eine Herausforderung, die wir jetzt versuchen zu meistern. Und Paddy, hast du Bock? Notfall! Prepare for ditching! Gurte checken, Ausgang checken. Dichtungsgummi entfernen, Schutzposition annehmen. Brace for impact. Brace, brace, brace. Impact. Wir sind auf dem Wasser gelandet, Hubschrauber schwimmt. Triebwerke gehen aus. Referenz. Fenster öffnen, festhalten an der Referenz. Und ganz zum Schluss Gurt öffnen. Vorne beugen, aufstellen. Sehr gut. Also wir machen jetzt das praktische Hubschrauber-Ausstiegstraining. Die haben wir in der Theorie eben schon mit dem Atemriecher so ein bisschen geübt. Wir werden jetzt gleich im Flachwasserbereich erstmal gehen und dieses Atemgerät mal unter Wasser einsetzen, dass ihr euch so ein bisschen an das Gerät gewöhnt, unter Wasser Luft zu holen. Dann gehen wir in den Simulator und spielen 7 Szenarien durch. Wir werden gerade untergehen, wir werden 180-Grad-Drehung machen, wir werden das Fenster über Wasser öffnen, wir werden das Fenster unter Wasser öffnen, wir werden den Atemregler über Wasser einsetzen und unter Wasser einsetzen. Also so viele Szenarien wie möglich, alle Eventualitäten spielen wir jetzt einmal durch. Das sind insgesamt 7 Durchgänge und dann habt ihr es geschafft. Ich clear it. Thank you.
immer Ruhe bewahren. Gut so. Jo. Wir sind jetzt hier auf dem Turm, 12 Meter hoch und haben uns hier abseilen können. Und wofür man das eigentlich braucht und wer hier überhaupt zum Üben kommt, das hört ihr jetzt. Wir sind ein Arbeitszentrum für Arbeitssicherheit mit dem Schwerpunkt Windkraft. Hier werden Windkraftmonteure, die draußen in den Feldern die Windkraftanlagen aufstellen, errichten und warten, ausgebildet. Die müssen laut Normung einmal jährlich diese Lehrgänge durchlaufen. Und wir üben mit denen, wie man sich abseilt, wie man Lasten nach oben bewegen kann. Mittlerweile auch Industriekletterer, die hier ausgebildet werden. Deswegen haben wir uns hier ein kleines Flaschenzugsystem aufgebaut, mit der wir eine Last von unten nach oben gebracht haben. Häufig passiert das im schlimmsten Fall manuell. Natürlich haben wir im besten Fall irgendwelche elektrischen Geräte dafür. Erste Übung des Tages, Abseilen aus 12 Meter Höhe. Dafür werden wir hier über ein Abseilsystem den Kollegen ablassen. Wir haben das ganze System passiv aufgebaut. Das heißt, es wird von uns Trainern kontrolliert und Marius kann einfach wunderbar die Aussicht genießen. Das ist der ganze Plan. So, Marius, viel dann Spaß. Attacke, macht's gut. Wow. Hervorragend, wenn sich das für dich soweit alles gut anfühlt, dann lassen wir dich vorsichtig und langsam durch die Luke. Und wenn wir dann durch die Luke sind, werden wir mal ein bisschen Fahrt aufnehmen. Ciao. Als nächstes werden wir uns jetzt einmal schräg abseilen. Dafür habe ich hier zwei wunderbare Seile gespannt, in die ihr euch gleich reinhängt. Ihr habt alle ein ASAP am Mann, das ist das mitlaufende Auffanggerät. Das werden wir an das Seil, das weiße Seil bringen. Und dann werdet ihr hier oben passiv abgeseilt und werdet dann ungefähr auf Höhe des dreieckigen Turms unten am Boden ankommen. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob euch das auch trauen würdet. Nachdem wir nun viel mit Wasser und in der Höhe gemacht haben, folgt jetzt noch das Thema Feuer. Dazu ziehen wir jetzt gleich Atemschutz auf, aber nicht nur Atemschutz, sondern auch Brandfluchthauben. Vorab will ich noch eins sagen, wir wussten nicht, dass wir heute was mit Atemschutz machen, deshalb auch der Bart nicht ganz rasiert. Aber darum geht es auch gar nicht, denn es geht darum, offshore-mäßig jetzt in Schiffen, Windkraftanlagen oder auf Bohrinseln, darum Entstehungsbrände zu sehen und im Entstehungsbrand zu löschen. Das heißt, da ist in der Regel dann eh noch nicht so viel Rauch oder so viel Hitzebeaufschlagung, dass ihr da wirklich, wie ihr es kennt, bei der Freiwilligen- oder Berufsfeuerwehr da mit schwerstem Atemschutzgerät und dicker Brand Schutzkleidung vorgeht, sondern es geht wirklich darum zu gucken, okay, was ist da los und kann ich mit vielleicht meinem Feuerlöscher oder einem kleinen Schlauch da so einen Entstehungsbrand noch löschen, und wenn nicht, dann weiß ich, okay, da brennt's, jetzt müssen halt alle die Bohrinsel oder das Schiff verlassen, weil wir diesen Entstehungsbrand dann da nicht mehr löschen können. Die Klamotte kennt ihr, und wie das Ganze offshore aussieht, zeigt euch jetzt der Albi. Das ist die Klamotte, die quasi die Brandabwehrtrupps dann tragen. Entweder dann mit so einem Fluchtretter, so einer Fluchthaube, einfach, dass man keine Partikel einatmet, was natürlich voraussetzt, dass noch genug Sauerstoff im Raum ist. In dem Falle eines Entstehungsbrandes kann man damit vorgehen mit so einer Brandfluchthaube und schauen, okay, wo brennt es oder was brennt da, und kann der Brandabwehrtrupp mit Atemschutz da vielleicht noch was machen in der dünnen Klamotte. Oder natürlich, wenn schon klar ist, da ist gar nichts mehr zu machen, dann einfach Brandfluchthaube auf und raus. Damit natürlich mit so einer Brandfluchthaube jetzt nicht groß gelöscht. Der Löschbrandabwehrtrupp würde dann, wie gesagt, wenn es geht, wenn der Brand noch nicht so groß ist, aufgrund natürlich der Beaufschlagung mit Brandrauch, unter Atemschutz noch versuchen zu löschen. Das war dann vermutlich unser letzter Dreh. Ja. Der erste. Der erste dann. Ja. Und der nächste. Die nächste. Stopp. Ja. Marius, du siehst
richtig begeistert aus. Wie war's? Krass. Ja? Also, naja, Überleben ist alles, sag ich mal. Ein spannendes Wochenende geht zu Ende. Ihr habt gesehen, wir haben super viel, super krasses Zeug erlebt. Und für uns war es das erste Mal hier in Bremerhaven. Wir sind fix und fertig, aber wenn ihr noch nicht genug habt, dann schaut euch unsere Videos an, die wir euch verlinken. Einmal bei Rely on New Tech waren wir schon mal. Also schaut vorbei, da geht es natürlich ein bisschen mehr um Feuer. Oder hier unten nochmal, wer vom Feuer nicht genug kriegen kann, Brandcontainer. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.